Menschen haben Angst. Haben Angst um ihr Leben. Wo werden sie sein? Sie sind so klein. Sie bekriegen sich, stürmen aufeinander ein. Vor dem Nächsten, sie haben Angst vor sich selbst, sie haben Angst vor dem Alltag, sie haben Angst vor Krankheiten, sie haben Angst vor Armsein, sie haben Angst vor hohen Stromrechnungen, sie haben Angst vor den Politikern und wiederum kriechen sie in den Arsch hinein. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen soll oder weinen. Wer kann die Menschheit einen? Sie vergessen ganz, dass es da einen Schöpfer gab, dem man vertrauen kann. Gott, wo bist du? Sind wir wirklich allein? Sind wir wirklich ganz allein? Ohne Schutz. Den Reichen und Mächtigen ausgesetzt, den Kriegsmüdigen, die alles zerstören, den Provokateuren, den Weltmachtanhängern. Haben wir Angst vor dem Jetzt? Haben wir Angst vor dem Jetzt? Doch einer starb für uns. Er war gerade 33 Jahre alt. Der hat einen kleinen Einblick, der kennt dich. Er kennt mich. Vertraue ihm, er lässt dich nicht allein. Vertraue ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Nächster, der Mensch, dein Arzt, dein Politiker, dein Chef. Jeder will was von dir. Tu, was du kannst für deinen Nächsten. Erbaue ihn, mach ihn nicht fertig. Lass ihn leben, lass ihn leben. Hab keine Angst vor ihm und der Maskerade. Ob ohne Maske, er ist ein Mensch wie du. Hab keine Angst, dein Leben liegt nicht in deiner Hand. Es liegt in Gottes Hand. Wenn er will, dass du bleibst, dann bleibst du. Wenn er will, dass du gehst, dann gehst du. Mit der Gesundheit machst du selber dir kaputt.
mit Angst, vertraue Gott. Er hilft dir in der Not, er hilft dir bei deinen Gedanken, er ist immer bei dir. Keine Angst haben ist gut, haben Mut. Ein wenig Angst, Angst vor Menschen, Angst vor irgendwelchen irdischen Leiden. Diese 80 Jahre, 70 Jahre, 60, 50, die jeder hier mitmachen muss. Jesus schaffte gerade mal 33, viele andere Männer. Amen.